Hallo und herzlich willkommen zum 36. DocFest. Das DocFest at Home 2021 in München. Mein Name ist Morgane Remter. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute durch diesen Abend führen kann. Ich arbeite jetzt tatsächlich seit 10 Jahren fürs DocFest. Das ist mein persönliches Jubiläum. Und ich mache außer den Moderationen auch noch die Programmteamarbeit. Das heißt, ich konnte den Film mit auswählen, den wir heute besprechen. Und der hat mich sehr berührt. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich das Gespräch heute führen darf. Neben mir seht ihr die Katharina Arendt, die heute den Abend mit mir moderiert und sich vor allem um euch im Chat kümmern wird. Ja, und zwar geht es folgendermaßen. Einmal kann man über unsere Facebook-Page zugreifen auf den Chat. Und auf der anderen Seite kann man über unsere Homepage mitchatten und mir Fragen stellen, die ich danach an Morgane weitergebe. Genau. Wir werden heute ein Filmgespräch führen zu dem Film mit dem Titel Zu Hohes Töchter. Der hat seine Deutschlandpremiere bei uns auf dem Festival und läuft im Wettbewerb Doc Deutsch, also im deutschen Hauptwettbewerb. Und zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, über den Kino-Kino-Publikumspreis, der jedes Jahr vom BR und Dreisat gestiftet wird, mitzuentscheiden, ob dieser Film vielleicht einen Publikumspreis gewinnt. Das heißt, wenn ihr auf die Filmseite geht, findet ihr neben dem Bild einen kleinen Stern, der da draufklickt, kann abstimmen. Und unter diesem Stern gibt es zusätzlich die Möglichkeit, ein Grußwort anzugucken. Die beiden Protagonistinnen haben ein wunderschönes Grußwort für euch im Vorfeld zum Festival aufgezeichnet. Das kann man sich dort anschauen. Und es gibt auch die Möglichkeit, unseren Regisseuren und Protagonistinnen und dem Produzentinnen eine Nachricht zu schreiben. Da gibt es auch ein kleines Feld, über das man direkt in Kontakt treten kann. Ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich heute die Regisseurin Laurentia Genske, den Regisseur Robin Humboldt und den Produzent Erik Winker begrüßen darf. Hallo, herzlich willkommen hier im Deutschen Theater im Silbersaal. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wo seid ihr denn gerade? Seid ihr alle am selben Ort oder unterschiedlich? Alle in der gleichen Stadt. Alle in Köln. Alle in Köln? Aber nicht am gleichen Ort. Ah ja. Also, das ist ja gleich Ausgangssperre, jetzt dürfen wir eh nur uns melden. Ich möchte mich ganz besonders für diesen Film bedanken, weil ich habe ihn geguckt und ich muss sagen, ich habe viel gelacht, ich habe geweint. Es hat mich sehr berührt und ich habe vor allem wahnsinnig viel gelernt, was mich, glaube ich, auch so für mein weiteres Leben einfach Welten eröffnet hat und geprägt hat. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Deswegen frage ich mich, was habt ihr denn so gelernt? Habt ihr in dem Prozess wahrscheinlich auch viel gelernt, oder? Also es war ja ein sehr, sehr langer Prozess. Ich glaube, Ende 2016 haben wir, im August 2016 haben wir das Gertrude-Stipendium bekommen und haben dann angefangen zu recherchieren. Und das war halt einfach so wahnsinnig intensiv, weil wir auch mit der Familie, die wir porträtiert haben, fast wie gelebt haben. Also wir sind nach Stuttgart gezogen für ein ganzes Jahr und ja, waren da 3, 3,5 Jahre wirklich mit denen die ganze Zeit zusammen und dadurch war das einfach eine sehr prägende Zeit, also unabhängig vom Film. Mhm. Auch so, so tief in so eine fremde Familie einzutauchen und dann da wirklich mit dem was zu leben und zu wissen, wo die ihre Gläser stehen haben, ihre ganzen, also alles auch mit denen zu erleben, die Höhen und Tiefen, das war wirklich sehr besonders. Weil es ja bei uns im Publikum heute auch Menschen gibt, die vielleicht den Film noch gar nicht gesehen haben, sondern erst schauen würden, wäre es voll schön. Magst du mal kurz so einen kleinen Abriss geben, worum es geht? Ja, also der Film geht über eigentlich, die Hauptprotagonistin sind zwei syrische geflohene Geschwister und deren Familie. Und die beiden sind transgender und in dem Moment, also sie sind so vor 4,5 Jahren nach Deutschland geflohen und haben dann angefangen, langsam nach und nach ihre weibliche Identität auszuleben. Und das war, also dadurch, dass ein muslimisches Umfeld ist, war das am Anfang auch schwierig für die Eltern und die Familienangehörige. Und das ist, der Film ist eigentlich so eine Coming-of-Age-Story von den beiden, die sich dann nach und nach immer weiblicher zeigen. Und was das alles bedeutet, halt, sich das auch trauen zu können. Mhm. Yeah. Wie habt ihr die gefunden? Wie seid ihr ihnen begegnet? Ja, das Schöne an der Entstehung von dem Film ist eigentlich, dass wir
ziemlich frei daran gehen konnten. Wir hatten das Glück, dass wir ein Recherchestipendium bekommen haben von der Filmstiftung NRW. Und eigentlich erstmal, als wir nach Stuttgart gegangen sind, noch gar keine Protagonisten hatten und eigentlich nur einen Ort, an dem wir wussten, dass wir Protagonisten finden. Und wir konnten uns da langsam dran begeben, wir konnten uns da einem schwierigen Thema auch nähern, haben wir eine Zeit lang also ehrenamtlich bei einer sozialen Einrichtung auch gearbeitet, die als Anlaufstelle für Jugendliche dient, die halt in besonderen Umständen sind, also auch von der AIDS-Hilfe und von der Caritas gesponsert. Und ja, da haben wir über ein halbes Jahr auch mitgearbeitet, immer Essen gekocht mit den Leuten, die da hinkamen, zusammen und eigentlich so erstmal ein ganzes Netzwerk an Leuten aufgebaut, Bekanntschaften geschlossen und viele, viele interessante Ansätze erstmal gefunden. Und bis wir dann irgendwann, ich glaube, das erste Mal gesehen hatte Laurentia die beiden, auch privat im Club in Stuttgart, im schwulen Club, wo die beiden mit Freunden auch waren, aber trotzdem halt sehr, sehr aus der Masse hervorstachen, einfach durch ihr ganz besonderes Aussehen. Und die trugen damals schon so ganz helle Kontaktlinsen und ja, hatten einfach auch eine ganz besondere Ausstrahlung, die uns dann dazu bewogen hat, irgendwie an denen dran zu bleiben. Und dann haben wir letztlich über Hilfe von einem Sozialarbeiter, der auch als Streetworker arbeitet, Kontakt hergestellt. Und also es war dann gar kein Problem, die zu überzeugen, beim Film mitzumachen, weil die sich sehr gefreut haben, dass sich da jemand für sie interessiert. Und das heißt, ihr hattet das Recherchestipendium schon gemeinsam bekommen und habt quasi gemeinsam auch angefangen mit der Recherche, habt dann die Protagonistinnen gefunden und die konnten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut Deutsch. Konntet ihr Arabisch oder wie habt ihr Vertrauen aufgebaut, wenn es die Sprachbarriere auch gab? Also es war eigentlich, hatten wir so eine Art erstes Treffen in der Bar und haben dann, weil ich fand es auch so schön, wie die sich geschminkt haben. Und die haben halt so richtig so Smoking Eyes. Und dann genau sind wir auf die Toilette gegangen und ich meinte so, ob sie nicht mal schminken können. Und so war eigentlich so der erste, ja, intime Kontakt. Wir saßen halt in der Bar, genau. Und dann haben wir auch gefragt, ob sie Lust hätten, dass wir einen Film über sie machen. Und waren direkt begeistert. Ja, super. Und es war vielleicht anfangs auch so ein bisschen noch schwierig, dann zu sagen, was das überhaupt bedeutet. Also so ein Dokumentarfilm, weil sie hatten sich dann eher so vorgestellt wie so ein Musikvideo oder so. So ein Bollywood-Film, so ein Tanzfilm, genau. Aber das ging dann. Also mit der Zeit war das echt toll. Und es ist auch wahnsinnig, wie die ganze Familie eigentlich so mitgemacht hat auch. Mhm. Also denke ich mir, weil es ist ja total anstrengend, auch wenn man immer eine Kamera auf sich gerichtet hat. Und das gibt so viele intime Momente. Und genau. Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil dadurch, dass das ja wirklich, also dadurch, dass die so aufgemacht haben und man so nah dran ist, bekommt man ja auch eine große Verantwortung eigentlich, zu sagen, vielleicht wissen sie weniger über die Kraft der medialen Erzählung und der Öffentlichkeit als ihr und wie geht man auch damit um? Also was nimmt man mit? Wie weit wagt man sich vor? Habt ihr da viel drüber diskutiert? Oder hat sich das ergeben? Ja, vor allem, also ich würde vor allem sagen, im Schnitt war, also das war dann immer auch eine Abwägung. Also das Problem war halt auch immer so die Darstellung. Also sie wollten natürlich nicht so gerne, dass man sie noch so sehr männlich zeigt und am liebsten halt nur super schön geschminkt. Und das ist aber ja auch wichtig, also ne, meiner Meinung nach, dass man halt auch diese Verwandlung zeigt oder. Und genau das war halt immer die Frage. Aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Gratwanderung gefunden, dann im Schnitt, auch dass man sie halt auch irgendwie einfach mag, wie sie sind. Und wir haben auch, vielleicht ist das jetzt zu früh, das zu erzählen, aber schon in dem Film gezeigt, in Stuttgart, in einem Kino. Und waren total begeistert und sind, freuen sich total und werden am liebsten jetzt auch auf dem Festival dabei. Ich meine, das sieht man auch in dieser Grußbotschaft, glaube ich. Von den beiden.
Zu welchem Punkt, Erik, würde ich dich gerne fragen, bist du denn dazu gekommen? Weil es hört sich so an, als hätte die Recherche erstmal mit dem Recherchestipendium angefangen. Warst du direkt involviert oder war das dann ein späterer Zeitpunkt, als du dich dafür entschieden hast? Das war ein späterer Zeitpunkt. Ich kannte das Projekt schon, weil ich damals, als die Preisverleihung war bei der Stipendienvergabe, da hatte ich das schon gesehen und das hatte mich damals schon besonders interessiert, weil ich aus Stuttgart komme und die Gegend, wo Lauri und Robin die beiden kennengelernt haben, da bin ich zur Schule gegangen. Und das heißt, es ist so, das hat mich irgendwie so doppelt interessiert. Zum einen, weil ich Lauris und Robins ersten Film an Kölnberg ganz toll fand und dann natürlich jetzt eine Geschichte, die sozusagen in meiner Heimatstadt spielt, das fand ich natürlich toll. Das heißt, ich kannte das schon und hatte das immer so ein bisschen verfolgt. Und es kam dann so ein bisschen auf Umwegen dann zu uns, was mich dann aber sehr gefreut hat, als dann Lauri und Robin zu uns kamen und gefragt haben, ob wir das produzieren wollen. Da haben sie eigentlich total offene Türen eingerannt bei uns. Das hat uns direkt interessiert. Wir haben ja mit der Firma auch noch einen zweiten Standort in Stuttgart, also wir haben zwei Standorte. Und deswegen hat es auch total gepasst. Da war dann auch der Ümit Uludag, unser Stuttgarter Firmenpartner, auch dann sehr stark involviert. Genau, nee, und ich weiß gar nicht, wann das genau war. Das war jetzt aber ist auch schon bestimmt 3 Jahre her oder so, dass wir da reingekommen sind, vielleicht sogar 3,5. Da war schon einiges an Material da, man konnte auch schon einiges sehen und hatte schon eine ziemlich klare Idee von dem, also wohin sich das entwickeln könnte und was das für ein Potenzial hat, die Geschichte. Das hat einen, finde ich, sofort so angesprungen. Also das Gefühl, was Lauri gerade und Robin beschrieben haben von den beiden, das haben wir auch direkt gehabt, als wir das Material gesehen haben. Da war halt noch so ein bisschen unklar, wie entwickelt sich jetzt die Geschichte, aber dass das interessante, spannende Charaktere sind, war klar. Und dann haben wir uns gefreut und konnten das mitmachen. Es ist ja wahrscheinlich auch ein Projekt, wo man als Produzent so sagt, so, hoffentlich, dadurch, dass es sehr intim ist, springen die nicht plötzlich ab, oder? Oder dass man so, hast du dir da Sorgen gemacht oder war das eigentlich von dem, was du gesehen hast, für dich ziemlich safe, dass du sagst, nee, diesen Film werden wir auch wirklich machen können und auf die Leinwand bringen? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist natürlich beim Dokumentarfilm immer so eine Sache. Ne? Also, weil die richtige Sicherheit hast du ja nie. Du weißt ja eigentlich, also ein Großteil unserer Filme, die wir machen, ein sehr großer Teil gehen halt ins Offene. Das finde ich am Dokumentarfilm ja auch das Spannende, einfach einen Prozess zu begleiten, von dem man nicht genau weiß, wo der endet. Ja, und sozusagen sich da immer wieder neu auch drauf einstellen zu müssen. Das ist ja auch, finde ich, die Kunst beim dokumentarischen Arbeiten. Immer wieder auf das zu reagieren, was das Leben uns sozusagen gibt. Ja? Und das sind ja ganz oft auch richtige Geschenke, dokumentarische Geschenke, die man dann natürlich aber auch wahrnehmen muss und sehen muss. Und das ist halt das Spannende und du weißt einfach nie. Und das war hier natürlich genauso. Hier kamen natürlich dann noch verschiedene andere Sachen dazu. Durch die der ganze Prozess der Geschlechtsangleichung war natürlich dann auch was, wo du auch natürlich nicht wusstest, wie geht das, wie schnell geht das, was lässt sich da begleiten. Das ist ja auch ein hochsensibler Bereich, das ist klar. Genau, nee, total. Und das waren natürlich auch Gespräche. Wir haben das ja mit Dreisat zusammen gemacht, mit der wirklich tollen Filmredaktion von Dreisat, die uns da auch, die Gespräche hatten wir da mit der Redaktion auch geführt natürlich immer, ne, und hatten da aber zum Glück auch immer sehr großes Vertrauen und Unterstützung so, ne? Und die große Hoffnung, dass alles gut geht, was ja dann zum Glück gegangen ist auch. Gab es denn einen Krisenmoment, wo man sagt so, oh, jetzt wissen wir aber gerade nicht, ob das so weitergeht oder ist es eigentlich immer klar gewesen, dass man irgendwie eine Form findet? Also es gab schon manchmal, es gab schon so das Bedenken von Seiten der Familie, dass der Film dann in arabischen Ländern gezeigt wird. Also es war wirklich, aber da hatten wir dann uns auch geeinigt, dass wir wirklich nur die Fernsehausstrahlung in Deutschland und Österreich, in der Schweiz, glaube ich, ne, ausstrahlen. Und genau, das war so mal kurz so ein bisschen heikel. Einmal wollte auch ein Protagonist dann doch nicht mehr so gerne dabei sein, weil die sich dann getrennt haben. Also ja. Tamar und der Freund, er hat jetzt eine neue Frau und hat ein Kind. Und
dachte dann so, ach, ist mir doch zu heikel vielleicht, aber es ging dann, dann hat er den Film gesehen und fand ihn super und meinte so, warum ist nicht mehr drin? Ich glaube, das sind auch so Ängste, dass wenn man, weil man auch natürlich nicht genau weiß, in wem, also wir haben schon generell sehr großes Vertrauen von allen entgegengebracht bekommen, aber natürlich weiß man nie, was das dann bedeutet, so ein Dokumentarfilm. Genau, und ja, da gab es manchmal so ein paar kurze Krisen, aber das ist, glaube ich, auch normal. Das muss man dann immer drüber stehen. Und so wie ihr es jetzt beschreibt, ist es ja so, die haben den Film gesehen, die sind alle begeistert, die finden es gut. Gleichzeitig denkt man sich ja schon, also das sind zwei Menschen, die ja eine Vergangenheit auch hinter sich lassen wollen, die jetzt durch den Film manifestiert ist und auch noch dazu öffentlich manifestiert ist, also nicht im privaten Familienalbum. Haben die sich damit auseinandergesetzt? Haben die da ein Bewusstsein für? Habt ihr das mit ihnen thematisiert? Oh, willst du das eigentlich? Ja, das ist immer wieder schwierig und tatsächlich auch eine Frage, die ich mir selbst noch bis zuletzt oder die wir uns immer wieder auch gestellt haben, weil es irgendwann hieß es von Samar, ich werde, sobald ich meine Operation gemacht habe, mein ganzes alle meine Kontakte löschen und dann ein ganz neues Leben anfangen. Aber gleichzeitig macht sie in diesem Film mit, der das alles dokumentiert. Und, aber wenn man sie dann auf diese Widersprüche anspricht, dann sagt sie, ja, die Leute, vor denen mir das unangenehm ist, die sehen den Film eh nicht. Der wird nicht da laufen, wo die Leute fernsehen, oder beziehungsweise die sehen eh kein Fern, sondern ihre eigenen Sachen. Und vor der, sage ich jetzt mal, deutschen Öffentlichkeit sind die ja eigentlich stolz auf ihren Weg und das, was sie erreicht haben. Ja. Und da freuen sie sich wiederum. Das heißt, sie sind in diesem Zwiespalt und fragen jetzt selbst, werden wir dadurch jetzt bekannt und wie viele Leute sehen das jetzt und freuen sich darüber. Aber natürlich gibt es viele Leute, die das auch nicht sehen sollen. Das ist nicht leicht. Und die sind ja schon auch umgeben von muslimischen Communities, so wie man das im Film auf jeden Fall ein bisschen den Eindruck hat. Und also ich fand es sehr beeindruckend, wie offen ja diese Eltern sowohl ihre Liebe gezeigt haben, als auch ihre Sorgen und Ängste und Verzweiflungen über, womit sie da konfrontiert sind. Und das finde ich auch sehr spannend. Gab es aber keine Angst, stigmatisiert zu werden durch den Film in dem eigenen Umfeld? Oder haben die einfach auch mit Stolz das rausgetragen? Ich glaube, ab dem Moment, wo sie auch wirklich öffentlich in dem Heim als Frauen sich gezeigt haben, haben sie es ja eh gezeigt. Und dann war es ihnen auch egal, was dann die Nachbarn, die ein Problem damit haben, also wenn sie dann wiederum da über den Film was sagen, das macht dann ja auch den Braten nicht mehr fett, sage ich jetzt mal. Und andererseits ist es halt auch so, dass wir gemerkt haben, dass diese Vorurteile oder dass die Probleme da im Heim gar nicht so groß waren, wie wir es erst erwartet haben, sondern dass wir da auch selbst irgendwie vor unsere eigenen vielleicht Vorurteile gestellt wurden, die denken, die Leute, die denken alle, also die sind alle ein bisschen altertümlich in ihren Moralvorstellungen etc. oder halten sich nur streng an den Koran, aber eigentlich sind das alles auch weltoffene Leute, die ja gerade nach Europa gekommen sind, weil sie sich diese Weltoffenheit auch wünschen und aus dem System geflohen sind, wo eben sowas unterdrückt wird. Und gerade im arabischen Raum gibt es ja auch viele Länder, wo eigentlich Transsexualität viel besser, also vielleicht nicht öffentlich besser angenommen wird, aber trotzdem irgendwie eine Akzeptanz hat, die ich bei vielen Deutschen gar nicht so sehe. Also gerade bei Afghanen oder Pakistanis haben wir da mitbekommen, dass die da gar kein Problem mit hatten teilweise, sondern da offen sind. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt gesagt, ihr habt es den Protagonistinnen schon gezeigt, auch den Eltern, aber die Eltern habe ich jetzt eher den Eindruck gehabt, dass die nicht so flüssig im Deutschen sind. Habt ihr dann einen Übersetzer für die gehabt? Haben die den Film verstanden oder haben die einfach so das Feeling mitgekriegt? Also die Eltern haben den leider noch nicht gesehen, weil die sind umgezogen vor anderthalb Monaten und deshalb haben wir jetzt nur verloren und Samar eine Privatvorstellung gemacht, quasi vorab, weil wir wollten nicht so gern, dass sie den Film dann online sehen, sondern lieber also im Kinosaal. Genau, die Eltern haben ihn noch gar nicht gesehen.
Aber der, ich meine, es gibt ja große Teile, die auf Kurdisch und Arabisch gesprochen sind, daher. Ja, es war auch wirklich schwierig, einen Übersetzer oder eine Übersetzerin zu finden anfangs für den Film, weil wir das, die da so reinpasst auch in die Familie, weil man braucht, nimmt dann ja einen fremden Menschen mit. Und deshalb war das viel so, also ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre haben wir die ganzen Interviews auf Deutsch geführt, also wir haben eine deutsche Frage gestellt, so grob, und sie haben dann in Kurdisch geantwortet. Und das war halt ein riesiges Gesuche, aber ich denke, also im Schnitt dann vor allem, also wir haben, glaube ich, fast ein Jahr übersetzt und auch alles mit Untertiteln geschrieben, damit man richtig schneiden kann. Und das, es war ein Riesenaufwand und wirklich eine Überraschung, aber ich denke, man spürt bei einem Interview, also irgendwie war das so, man spürt, da ist so eine Stimmung, da ist irgendwie ein Gefühl, dass das ist jetzt gut, auch wenn man den Inhalt nicht ungefähr kennt. Wir haben dann immer danach, haben die dann immer gesagt, ja, wir haben jetzt grob über das und das geredet. Und dann wusste man, ach ja, die hat das so gesammelt, aber es war wirklich gar nicht so einfach, genau, weil die Übersetzer dann fehlten. Hattet ihr denn zu der Thematik, also Transgender, Geschlechtsumwandlungen, vorher schon einen Bezug oder seid ihr sozusagen mit der Recherche und den Protagonistinnen quasi ins kalte Wasser gesprungen und habt euch das neue Themenfeld erstmal erarbeitet? Also ich hatte mein allererster Film mit 18 habe ich über eine Transgender-Frau, also gedreht. Und ich finde das einfach total faszinierend. Ich weiß aber auch nicht genau was, aber also ich finde, Wie ist bei aber dir? Das war wirklich, also wir hatten ja in Stuttgart angefangen, zu einem ganz anderen Thema zu recherchieren und das war wirklich einfach diese Begegnung mit den beiden. Es hat auch nicht unbedingt vielleicht was mit Transgender zu tun, einfach diese Ausstrahlung, die wir hatten, die hat uns da so in Bann gezogen. Und dann dieser ganze Konflikt, jetzt in Deutschland anzukommen, sich plötzlich ausleben zu können, diese neue Freiheit und dann aber von den Eltern. Das war alles dann total faszinierend, diese neue Welt. Ja. Ja, das sieht man dem Film auch sehr stark an, dass ihr diese Welt und dieses Charisma von den beiden eingefangen habt, auch visuell sehr schön. Also das hat mich auch sehr berührt, dass das so gut funktioniert. Wie ging das euch beiden, Erik und Robin? Hattet ihr davor schon Bezug zu der Thematik? Eigentlich ich so gut wie gar nicht. Nee, das hat sich tatsächlich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt und das war dann natürlich auch so Teil einfach Neugier, ne? in diese unbekannte Welt, die sich da eröffnet hat. Ja, bei mir genauso. Also weder privat noch beruflich eigentlich. Außerhalb, klar, es gibt ja auch ein paar tolle Filme schon zur Thematik. Da hatte ich schon ein paar gesehen in den letzten Jahren immer mal wieder auf Festivals und so. Aber das war wirklich das erste Mal, dass ich mich so eng und intensiv damit beschäftigt habe. Ihr habt ja als Team diesen Film gemacht, also ihr habt gemeinsam Regie geführt, ihr habt gemeinsam Kamera gemacht, ihr habt gemeinsam den Ton gemacht. Das hört sich danach an, als wärt ihr eigentlich im Mini-Zweier-Team gewesen, was vielleicht auch auf diese hohe Intimität in vielen Situationen schließen lässt. Gleichzeitig ist es ja auch schwierig, wenn man alle kreativen Aufgaben teilt, hat das ja durchaus auch Konfliktpotenzial, wenn man Dinge unterschiedlich sieht oder seht ihr einfach alles gleich? Wie war das? Wie habt ihr das geregelt? Ich denke einfach dadurch, dass wir halt den ersten Film, unseren Film am Quellenberg zusammen gemacht haben, da waren wir, ich glaube, 2-3 Jahre lang beschäftigt, haben wir irgendwie so angefangen, uns so eine ähnliche Filmsprache, wir waren halt beide auf der Filmschule, das war unser erster langer Dokumentarfilm und da haben wir so lange dran gearbeitet und irgendwie habe ich zumindest so das Gefühl, dass wir so super ähnlich angefangen haben zu denken und zu sein im Filmemachen. Also dass wenn ich zum Beispiel eine Frage in meinem Kopf gerade formuliert habe, hat Robin die ausgesprochen. Das war so irgendwie, weil man halt so gleich dann wird, wenn man zusammen so lange intensiv arbeitet und daher war das jetzt bei dem Film sehr ähnlich. Also natürlich gibt es auch immer mal Konfliktpotenzial und auch so gegen Ende haben wir
vielleicht auch manchmal unterschiedliche Meinungen gehabt, aber trotzdem ist das ja auch ganz gut, also wenn man verschiedene Meinungen hat, weil dann ist es, also was ich halt so super finde an Co-Regie ist, dass man so durch diese Krisen, wenn zum Beispiel ein Protagonist mal keine Lust mehr hat oder so, dass man da so durchgeht dann zusammen und halt nicht, also man kann das so besprechen und wenn man so alleine Filme macht, ist man halt immer so, muss man das mit sich selbst ausmachen und manchmal dreht man dann ja auch bis 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, ist total fertig und irgendwie ist das dann cool, wenn man irgendwie manchmal auch, ja, das auch nicht darüber sprechen kann, was man erlebt hat oder so den Tag. Wie habt ihr es euch denn aufgeteilt, Robin? Also wie habt ihr die Entscheidungen getroffen? Wer macht die Kamera dieses Mal? Wer stellt die Fragen? Habt ihr das spontan gemacht oder entschieden? Das haben wir tatsächlich auch meistens eigentlich spontan gemacht. Ich glaube, es ist so, dass wir beide einfach sehr gerne Kamera machen und dann vielleicht manchmal ist höchstens der Konflikt, dass beide gerne Kamera machen wollen. Und ansonsten ist manchmal noch so ein bisschen Kriterium gewesen, wenn wir eine Interviewsituation haben, wo es vielleicht angebrachter war, dass Lauri als Frau die Fragen stellt, dass ich dann eher die Kamera gemacht habe. Aber ansonsten, wie Lauri schon sagt, haben wir da auch eigentlich immer sehr ähnliche Vorstellungen. Und wenn wir eine Szene sehen, dann ja, haben wir eigentlich dieselbe Idee, wie man das auflöst oder wie man das jetzt drehen sollte oder wo das Bild jetzt ist. Wie ist es aus produzentischer Sicht, Erik? Macht es dir als Produzent erstmal Sorge, wenn du da sozusagen zwei Regisseurinnen, die gleichzeitig Kamera und Ton machen, vor dir hast und dich für das Projekt entscheiden sollst? Oder ist es eher etwas, was dir Vertrauen gibt? Also Vertrauen hat mir der erste Film von den beiden gegeben. Also weil beim Kölnberg haben die beiden das ja auch schon gemacht und das hat ja, so wie du es vorhin auch meintest, schon so zu so einer wirklich ganz besonderen Intimität geführt. Also, ne? Klar, wenn man einfach nur zu zweit ist und sich in so intimen Situationen bewegt, ist das tendenziell besser, glaube ich. Ne? Es ist ein sehr sensibler Bereich gewesen in diesen ganzen Orten, wo die beiden unterwegs waren. Von daher fand ich das eigentlich total gut, dass die beiden das auch so wieder gemacht haben, weil wir eigentlich alle in der Firma das Gefühl hatten, dass das auch dem Thema und der Geschichte am angemessensten ist. Also dass es die richtige Art ist und der richtige Weg ist, diesen Film zu erzählen. Und was ich dann sehr spannend fand, kann ich vielleicht noch ergänzen, so im Schnitt, fand ich das extrem bereichernd, mit beiden zu arbeiten, was Lauri gerade meinte, ne, dass ab und zu auch natürlich, ist ja klar, auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Und ich fand aber, dass das sich immer total gut ergänzt hat am Ende. Also dass das, die beiden hatten sich auch mal ein bisschen abgewechselt im Schnitt und dann war mal jemand intensiver dabei und so. Und dann gibt es immer eine Person, die auch manchmal so ein bisschen mehr mit einem Ausblick wieder drauf gucken kann. Und ich finde, das hat extrem gut funktioniert. Also für uns war es die zweite Arbeit mit einem Regie-Duo. Und also bei der ersten Arbeit war viel konfliktbeladener tatsächlich. Und das habe ich hier gar nicht gesehen. Also ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich, dass der Film, so wie er ist, egal wer von beiden gedreht hat, eigentlich aus einem Guss erzählt und gedreht ist. Und im Schnitt schon unterschiedliche Haltungen oft gab, die aber, wie gesagt, wie ich fand, am Ende immer eigentlich dazu geführt haben, dass es besser geworden ist. So, und dass dann eine Debatte entsteht und eine Diskussion entsteht, die den Film voranbringt. Und zwar immer auch eine Debatte, die wirklich darum gerungen hat, um den besten Weg für den Film zu finden. Also ich fand das eine ganz tolle, für mich war das eine ganz tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. Hört sich an, als wären eigentlich durchgehend 4 Leute im Schnitt gesessen. War das so? Und wie viele Stunden Material hattet ihr? Also das ist ja auch für die da geschnitten hat, quasi auch eine Herausforderung, wenn sehr viele Menschen mitsprechen und Haltungen einbringen. Wie war also, das? Also Carina Mertens hat ja den Film geschnitten und die hat auch schon in Kölnberg geschnitten, daher waren wir quasi schon so ein Team. Genau, und das, also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden Material, aber unglaublich viele Drehtage. Also
das Programm ist auch manchmal abgestürzt, das Abbott-Programm, weil wir einfach zu viel Material hatten. Und genau. Und Erik kam auf jeden Fall immer wieder dazu. Und das ist ja, also das ist so, so super. Und auch Katja Mader, also unsere Redakteurin, kam dann immer wieder zu. Also wir hatten wirklich so ein ganz tolles Team und auch die anderen von Corso und haben dann immer wieder Screenings gemacht im Kino. Und es war immer sehr intensiv. Wie lange habt ihr denn geschnitten? Ja, ich glaube, dreiviertel Jahr, oder? Ich weiß es tatsächlich genau jetzt heute, weil wir hatten heute ein Vorgespräch. Wir haben am Montag ein Panel zum Schnitt von dem Film auch mit Carina. Ja. Und da sprachen wir heute in Vorbereitung drüber. Es waren 110 Schnitttage. Das waren ist die jetzt auch kalkuliert, oder? Nicht ganz, nee. Aber wir haben es hinbekommen. Ja. Und auch ohne Sorge quasi, dass man sagt, so nee, die braucht's und wenn wir die reingeben, dann funktioniert das auch? Oder gab es da zwischendrin so Momente, wo man aus produzentischer Sicht sagt, naja, vielleicht muss man es abkürzen oder kann vielleicht nicht allen gerecht werden oder nicht alles zusammenführen. Wie war das sozusagen aus der produzentischen Sicht vielleicht sogar schwieriger, oder? Ja, da war das Gute, dass wir mit Carina auch schon sehr oft zusammengearbeitet haben. Also es war unser 5. Film mit Carina schon. Das heißt, auch wir kannten uns extrem gut und da ist ein sehr großes Vertrauen schon da gewesen von Anfang an. Und wir wissen ziemlich genau, wie Carina arbeitet. Und wir haben da immer einen sehr engen, eigentlich bei allen Filmen, einen sehr engen Austausch darüber, wo stehen wir gerade, kommen wir mit der Schnittzeit hin, brauchen wir vielleicht mehr und so, dass wir sozusagen, also es ist ein sehr enger und vor allem sehr offener Austausch, was ich extrem wichtig finde. Da werden wir genau am Montag tatsächlich drüber sprechen, auf dem Panel, da werden wir ein bisschen genauer noch darüber erzählen, was genau darum geht. Wie das eigentlich ist, also wie viel man eigentlich kalkuliert und plant und wie viel man hinterher tatsächlich braucht. Und eigentlich ist es bei 90% unserer Filme so, dass wir länger schneiden, als wir eigentlich kalkuliert haben. Und kriegen es dann immer hin, eigentlich haben es bisher immer gut hingekriegt. Und mit Carina sowieso, wie gesagt, wenn man sich so lange kennt und so gut kennt und wirklich auch schätzt, dann kriegt man das hin. Aber wichtig ist halt einfach der Austausch, ne? Und Carina ist aber super, weil sie wirklich total transparent ist und sehr rechtzeitig auch sagt, pass auf, ich habe das Gefühl, wir müssen wahrscheinlich oder wir werden ein bisschen mehr Zeit brauchen. Das heißt, man kann sich frühzeitig darauf einstellen, kann gucken, wie sieht es mit den Kosten gerade aus, können wir Gelder noch ein bisschen umschichten, können wir ein bisschen mehr in den Schnitt geben, dass wir es verlängern können und so. Ne? Und so ist es zum Glück gelungen. Also da kam uns dann aber wirklich diese langjährige Zusammenarbeit natürlich nochmal besonders zugute. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, was ich so super finde, jetzt wegen Dankeschön ist mir gerade eingefallen, auch an Erik und an Corso, dass wir hatten so die Möglichkeit, also ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt. Also die höchste Priorität war immer, dass der Film gut wird. Und das ist irgendwie so toll, dass man da dann nicht so, weil ich finde, dass dieser Film, der hat es irgendwie gebraucht, dass man da Zeit hat. Auch diese 3,5 Jahre und dass man sich da nicht so allzu sehr stresst, weil allein diese ganzen Operationen und Sachen so viel Zeit braucht. Und dann auch im Schnitt irgendwie ist das nie so auf uns Regisseure so rübergetreten, dass da jetzt irgendwie so Schnittverhandlungen oder so. Also deshalb ist das ganz toll, auch nochmal Dankeschön. Ihr habt gerade, oder Erik, du hast gerade wie ein Werkstattgespräch angerissen. Magst du kurz nochmal sagen, was das ist, wo das stattfindet und so? Weil ich glaube, das findet im Rahmen vom Doc-Forum statt, auch vom Doc-Fest München, oder? Mhm. Ja, genau. Das ist beim Doc-Forum. Und es ist ein Panel, wo es sind drei, es wird anhand von drei Filmen, die im Programm sind. Unter anderem unser wird über die Montage beim Dokumentarfilm gesprochen und vor allem über diese produzentische Seite auch dran und kalkulatorische und budgetäre Seite, wie das ist mit der Finanzierung von solchen zum Teil auch durchaus sehr langen Schnittphasen und so. Weißt du, wann dieses Panel genau stattfindet? Das ist am Montag um 15 Uhr. Wunderbar.
Dann kann wissen das unsere Zuschauer jetzt auch. Die wollen wir jetzt eh etwas mehr einbinden. Und deswegen würde ich jetzt mal fragen, ob da schon ein paar Fragen über den Chat reingekommen sind und ob du die uns vielleicht mitteilen möchtest. Sehr schön und ja, es wurden zahlreiche Fragen gestellt. Zum Beispiel, eine der ersten war über die Beziehung zu euren Protagonistinnen und zu der Familie. Und zwar, wie schnell haben die euch denn an sich rangelassen? Weil es sind ja beispielsweise auch sehr intime Szenen dabei, das Aufwachen nach der Operation. Wie verlief dieser Prozess und wie schnell ging das? Also bei Luan und Samar ging das eigentlich recht schnell. Also es hat mich auch sehr erstaunt. Wir waren super offen. Da war es vor allem eher so, dass man halt so diese Sprache findet, diese gemeinsame, wie man halt dann einen Film macht. Also dass halt nicht immer zu in die Kamera geguckt wird oder so nach einer Szene oder so, oder dass nicht so gespielt wird, sondern dass sie halt eher versuchen, so selbst zu sein, wie sie halt sind. Bei der Mutter war es zum Beispiel so die erste Begegnung, wir kamen da an und die meinte so, auf keinen Fall, keine Kamera, ich will nicht, und ist halt direkt in die Küche geflohen. Und dann hat sich aber so nach und nach diese ganze Familie so aufs Sofa gesetzt und irgendwann kam die dann so schlicht so in die Tür rein, hat sich so dazu gesetzt und hat dann sogar auch was gesagt. Und sie war wirklich so am Anfang so die Scheuste und am Ende die, die wirklich immer mitgemacht hat und die sich auch mal schön gemacht hat und so richtig das so zelebriert hat und ganz stolz ist, dabei zu sein. Und ich denke, das ist einfach so ein Vertrauen. Ich meine, es war natürlich am Anfang auch die Kommunikation schwierig mit der Sprache und sie konnten alle kaum Deutsch, die Kinder eigentlich. Mit der Zeit haben wir dann auch mal bei den Hausaufgaben geholfen. Ich weiß auch nicht, Deutsch zusammen gelernt oder unabhängig davon zusammen gekocht. Und das hat sich dann so entwickelt. Genau. Und wie ist das heute? Habt ihr noch intensiven Kontakt zu den beiden? Wie geht es denen und wie geht es auch der Familie? Willst du was sagen oder sag ich? Denen geht es allen ganz gut. Letzte Woche haben wir zuletzt Kontakt noch zu Samar gehabt. Sie geht jetzt wieder zur Schule, will dann eine Ausbildung machen, hat eine eigene Wohnung. Die Familie ist jetzt leider ein bisschen getrennt, beziehungsweise sind aber auch eigentlich glücklich. Also Suhua ist mit den jüngeren Geschwistern und ihrem Mann aufs Land gezogen, ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Und wir haben nach wie vor Kontakt. Und ja, wir freuen uns vor allem darauf, demnächst irgendwann mal eine Vorführung zu machen, wo alle auch wirklich dabei sein können. Schön. Auch eine Frage, die ich wahnsinnig spannend fand, vor allem in Bezug auf Dokumentarfilm von Simsalabim. Und zwar ging es da in der Frage um, ob es für euch manchmal schwierig war zu beurteilen und zu entscheiden, wann ihr den Protagonistinnen weiterhelft, zum Beispiel bei Arztbesuchen, bei Behördengängen etc. Was waren da für euch schwierige Punkte oder wo habt ihr diskutieren müssen? Wo war es manchmal schwierig für euch? Also ich glaube halt, dieser Film hat zumindest mir so gezeigt, dass man auch manchmal Grenzen setzen muss. Weil es war dann irgendwann schon so, dass wir halt so sehr viele Sachen organisiert haben. Also ich will jetzt mal Urlaub fahren, kannst du mir ein Hotel buchen und ich gebe dir dann das Geld irgendwie zu. Also keine Ahnung, also nicht unbedingt nur Ärzte, sondern es wurde halt immer mehr, aber das lag auch an uns, dass wir natürlich auch helfen wollten und dass es natürlich auch schwierig ist, in einem fremden Land dann das nicht immer zu können, auch mit der Sprache. Und das war schon intensiv, aber ich denke, mit der Zeit haben wir dann immer gesagt, versuch das jetzt mal selber und wenn du es wirklich nicht schaffst, dann mach das. Und zum Beispiel, es gibt ja diese Szene im Film, wo Samar halt versucht, einen Psychologen zu finden oder eine Psychologin. Und das war halt oft so, dass ich dann angerufen habe für die beiden, weil das natürlich einfacher war. Ja, so, Laura, kannst du das mal bitte machen? Sprichst die Sprache und so. Und dann meinst du, nee, jetzt versuch du das mal. Und das war auch so wichtig, das im Film zu zeigen, weil das ist halt einfach eine Hürde. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Frau am anderen Ende der Leitung auch wirklich irgendwie das nicht verstehen will, fast extra. Und
das halt auch so zu zeigen, das ist dann genau uns wichtig gewesen. Mhm. Ja, besonders war es auch problematisch, weil es dann nicht nur Lohan und Samar betraf, sondern es dann die Freunde gemerkt haben, dass wir helfen können bei manchen Sachen, kamen dann natürlich auch Anfragen von anderen Leuten. Das könnt ihr mal kurz für mich da beim Amt anrufen oder das und das für mich klären. Also, da wurden wir dann von Leuten, die teilweise gar nicht im Film gelandet sind, wirklich auch viel mit einbezogen. Wie seid ihr damit umgegangen? Also wo habt ihr Grenzen gezogen? Wie weit kann man sich überhaupt abgrenzen, wenn man dann auch so nah dran ist? Ja, also es ist immer eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist auch bei jedem Film anders. Es war halt so, dadurch, dass wir dann auch in Stuttgart gewohnt haben, war dann irgendwie die Nähe auch noch näher. Ich glaube, es war dann auch irgendwann ganz gut, wieder in Köln zu sein. Und dann hat man zumindest so diese Distanz so ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, also manchmal ist dann auch so, da haben wir im Heim auch geschlafen. Und das ist ja irgendwie auch schön, also so mit den, da so einzutauchen. Also ich liebe das total, wenn man da wirklich eintaucht in die Welt und so Teil davon wird. Und ich habe dann Samas Pyjama angehabt und wir haben dann die ganze Nacht irgendwie, also es ist total schön, aber man muss dann irgendwann auch wieder, genau, da wieder so ein bisschen raus und eine Distanz aufbauen. Für euch, wie vor allem für Robin und Erik, wie war das für euch? Ihr habt ja erzählt, ihr habt euch mit dem Thema im Vorfeld nicht so intensiv beschäftigt wie Laurentia. Hattet ihr Vorurteile und wie hat sich das über die Zeit verändert für euch? Also die Beschäftigung mit dem Thema Gender Roles, mit dem Thema Trans? Also ich glaube, ich habe vorher gar nicht so stark wahrgenommen, wie benachteiligt man als Trans doch dann tatsächlich doch noch in Deutschland ist. Ich habe eigentlich gedacht, es ist ja oberflächlich akzeptiert, aber es ist ja trotzdem noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist ja trotzdem noch etwas, ja, mit etwas Merkwürdiges behaftet in Augen vieler. Und ja, ich denke, dass es einfach wichtig ist, dass wenn man jetzt guckt, dass die nächsten Generationen einfach damit aufwachsen, dass es normal ist, dass sich ein Geschlecht nicht nur durch die äußeren Geschlechtsmerkmale bestimmt ist, sondern halt durch viele andere Sachen auch noch. Ja, diese Wichtigkeit ist mir einfach da im Laufe der Zeit auch nochmal klar geworden. Ja, ich hatte vorher tatsächlich, ja, also wenn man, also ich kann mich eigentlich kann ich mich total anschließen. Das ist tatsächlich auch, das war so ein Eintauchen in so eine Welt, wo mir auch tatsächlich erstmal ganz viel bewusst geworden ist, vor allem diese unglaubliche Komplexität, dieser Prozess, bis man am Ende tatsächlich diese Geschlechtsangleichung dann auch tatsächlich vollzogen ist. Ja, das ist auch, was da an bürokratischen Hürden zu nehmen ist und wie wahnsinnig kompliziert das ist. Das ist ja eine unglaubliche Beanspruchung ist und Belastung ist auch, diesen Prozess zu durchlaufen und gleichzeitig dieser permanente Kampf um Anerkennung, ja, und um eine gleichberechtigte Wahrnehmung, ja, und da gebe ich Robin recht, dass ich glaube auch, dass da eher oft so eine oberflächliche Toleranz das ist, die aber nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, und es noch weit, weit, weit weg davon ist. Und das fand ich halt bei den beiden so wahnsinnig bewundernswert. Also diesen Prozess, diesen unglaublich langen Prozess dieser Geschlechtsangleichung einerseits zu durchlaufen und über Jahre hinweg und das auszuhalten und durchzuhalten und gleichzeitig dieser Kampf um die Anerkennung. Und das fand ich total bewundernswert, wo mir auch bewusst geworden ist, wie viel Stärke und Kraft das eigentlich kostet und wie viel Persönlichkeit, ja, das bedeutet. Das wirklich so zu leben auch und auch offen zu leben und auch offensiv damit umzugehen, so, ne? Und wie viel Kraft das kostet und wie viel Persönlichkeit das braucht. Und das ist mir da total bewusst geworden. Erik, du hast jetzt darüber gesprochen, wie wahnsinnig viel Mut das abverlangt und wie schwer das ist immer noch ist in unserer heutigen Gesellschaft. Diesbezüglich habt ihr Wünsche, was euer Film bewirken kann, also Empowerment oder aufzuklären? Habt ihr da im Laufe des Filmdrehs, des Prozesses der Entstehung des Films, ja, Ansichten entwickelt oder
Ideen, was ihr damit oder etwas verändern möchtet? Ja, also ich finde schon da halt, dass das Thema irgendwie so ein bisschen, dass es so ein bisschen normaler wird. Ich habe halt das Gefühl, ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass man auch so gedrängt wird in irgendwie ein Rollenbild, also männlich oder weiblich. Also das ist irgendwie, also ich, dass natürlich Samar auf jeden Fall die Operation, dann die geschlechtsangleichende Operation machen will, das ist ja auch klar, aber trotzdem habe ich das Gefühl, so, also zumindest war es immer so, sie ist jetzt ein Mann oder eine Frau, aber nichts dazwischen. Oder, und das finde ich irgendwie so schade, dass man halt nicht irgendwie, also ich hatte das Gefühl, sie muss immer einer Rolle gerecht werden und muss sich entscheiden. Und warum ist das nicht, kann es nicht normal sein in unserer Gesellschaft, einen Penis zu haben und trotzdem weiblich auszusehen oder anders. Ich finde, da sind wir noch ganz, ganz, ganz weit hinten in der Entwicklung auf Homosexualität, auch gerade in arabischen Ländern ist ja sehr verboten und es ist auch wieder ein anderes Thema, aber generell finde ich, kann sich da einiges tun und auch in Deutschland noch. Um nochmal etwas... Verzeihung, genau. Nein, bitte. Ich würde vielleicht eigentlich nur ergänzen noch, also dass ich halt insgesamt natürlich immer hoffe, dass so ganz generell eigentlich so ein Film generellen Impact haben kann. Also das ist eigentlich bei eigentlich allen unseren Filmen, dass wir eigentlich hoffen, dass in irgendeiner Form vielleicht bei den Menschen, die den Film sehen, was in Gang gesetzt wird. Also wenn sozusagen das, die dokumentarische Erzählung sozusagen ins Leben hineinreicht, ja, in irgendeiner Form und Sichtweisen vielleicht verändert oder hinterfragt oder man in irgendeiner Form sich mit anderen Dingen konfrontiert und auseinandersetzt vielleicht, was man vielleicht vor dem Film nicht getan hätte. Also das finde ich eigentlich generell toll, wenn ein Film das kann und natürlich hoffen wir das bei dem Film total, ne? Also dass das möglich ist und ich glaube auch, wenn der Film dann ins Kino kommt und hoffentlich dann auch gesehen wird, wenn hoffentlich das alles wieder geht und die Kinos wieder offen haben und dann der Film gezeigt werden kann, dass man dann auch mit den beiden, glaube ich, unheimlich viel bewirken kann. Also wenn wir dann eine Kinotour machen und ins Filmgespräch kommen mit zwei so tollen und auch selbstbewussten und besonderen Protagonistinnen, glaube ich, dass es ein total guter Angang ist, um da über das Thema ins Gespräch zu kommen. Das heißt, in nächster Zeit sind auf jeden Fall Filmgespräche mit den Protagonistinnen geplant. Gibt es da schon genaue Daten? Leider noch nicht ganz genau. Also wir sind jetzt mit Caminos, unserem Verleih, mit denen sind wir jetzt, die auch von Anfang an dabei waren. Das muss man auch, finde ich, glaube ich, echt auch nochmal hervorheben, die wirklich, mit denen wir dann auch DFFF-Gelder bekommen haben, die also wirklich von Anfang an sich auf den Film eingelassen haben. Der Film, im Moment gehen wir davon aus, also Ende des Jahres vielleicht, vielleicht sowas wie Ende November, Anfang Oktober, Ende Oktober, Anfang November, so, ins Kino kommt, aber das auch noch nicht ganz sicher, weil wir natürlich alle nicht genau wissen, wie jetzt gerade die Situation ist und wie dann, wie viele Filme jetzt, wir haben ja diesen wahnsinnigen Filmrückstau fürs Kino. Aber eigentlich ist dieses Jahr noch geplant, also Herbst diesen Jahres so grob, wäre im Moment anvisiert. Schön. Morgana, hast du noch Fragen? Was ich immer gerne frage ist, also gerade wenn es viel Material gibt im Schnitt und man sozusagen diese Geschichte baut, man braucht ja eigentlich auch immer eine Geschichte, um überhaupt Gelder zu bekommen. Dann verändert sich das alles über die Zeit. Und am Ende sitzt man im Schnitt und ich würde gerne wissen, was war die Geschichte am Anfang und was war die Geschichte sozusagen am Ende? Was waren die größten Überraschungen quasi, die vielleicht mit der Anfangsgeschichte gar nicht so übereinstimmen? Ich meine, also dadurch, dass sie halt schon wirklich viel recherchiert hat, das war glaube ich ein Jahr oder so, bevor wir dann ja die großen Gelder beantragt haben, also ich bin, um ehrlich zu sein, wirklich erstaunt, wie ähnlich das Treatment dem Film gekommen ist. Also das ist wirklich Wahnsinn, finde ich im Nachhinein. Aber das ist ja nicht immer so. Also ich finde das generell auch eigentlich total blöd, dass man vorher schon so viel schreiben muss, gerade bei dem Langzeitprojekt, weil das
tritt ja eigentlich nicht so ein, aber bei dem Film muss ich echt sagen, das ist, ich meine, wir hatten halt, wir wussten klar, es gibt diese geschlechtsangleichende Operation, weil, sagen wir, da wirklich entschlossen war, schon von Anfang an, das heißt ihr Traum, bei, genau, Wuhan war es noch nicht so ganz sicher, ob sie das machen wollte, aber wir haben so ihren Wege schon eigentlich, wir kannten die einfach schon in- und auswendig, wussten halt nicht, was mit der Beziehung passiert, zwischen Samar und Yasan, meinem Freund. Aber sonst ist es wirklich sehr, sehr ähnlich gewesen. Und dann hat man so viel Material und sitzt da im Schnitt und liebt die Erlebnisse, liebt die Szenen, liebt die Protagonisten und dann muss man das kürzen. Was ist ja nicht drin? Was ist nicht drin und worum habt ihr geweint? Boah, es gibt so, so schöne Momente, das ist ganz schrecklich. Also auch wir haben halt vor allem, also wir drehen auch immer so unglaublich viel. Wir haben, ich glaube, noch 5 andere Protagonisten und Protagonistinnen weitergedreht. Wir haben den kleinen Bruder von Duan und Samar wirklich intensiv begleitet, den 8-Jährigen auf dem Spielplatz alleine, mit einem Freund. 1000 Interviews mit den Geschwistern gemacht. Dann eine Transfreundin auch noch von den beiden wirklich alleine da zu Hause begleitet. Und, ja, das wären halt alles einzelne Filme geworden. Und das ist schrecklich, das dann wegzuschmeißen. Aber da gibt es dann halt harte Kämpfe und die dauern dann ein paar Wochen und irgendwann verabschiedet man sich dann. Was vermisst du am meisten, Robin? Worum bist du am meisten? Ist, dass viele Bilder, also dass viele Szenen, die einfach, die wir aufgrund der schönen Bilder drin haben wollten, noch lange im Schnitt waren, wo dann doch irgendwann rausgeflogen sind, weil sie eben der Dramaturgie nicht genug geholfen haben oder auch abgelenkt haben teilweise. Woran ich immer denken muss, ist, wir haben drei Veranstaltungen gefilmt in nochmal einer ganz eigenen Szene in so einer pakistanischen Trans-Community, wo halt Partys veranstaltet werden, wo aus ganz Europa die Leute zusammenkommen und feiern und sich verkleiden und über 3 Tage hinweg Party machen. Und wir haben die beiden da gefilmt. Leider haben sie halt auch eine andere Sprache wiederum dann gesprochen und waren da selbst immer so ein bisschen Aliens. Und dadurch hat das uns in unserer Geschichte nicht weitergebracht. Also das waren einfach schöne Bilder, wo wir immer eigentlich vor Augen hatten, dass das irgendwie im Film sein würde, dass das so die Lichtblicke sein werden. Katharina. Von Silja ist noch eine Frage eingetroffen und zwar hat sie gefragt oder die Frage gestellt, dass die, ob ihr vielleicht noch etwas zu den Hintergründen erzählen könnt. Denn wie sie es verstanden hat, ist die Familie extra wegen den beiden geflüchtet. Könntet ihr uns dazu noch etwas erzählen? Ja, das kann man nicht so sagen. Das haben natürlich viele Gründe, denke ich, zusammengespielt. Sie haben erstmal ihr Haus, ihr eigentliches Haus verloren in Damaskus und dann in eine Region gezogen, in der ihre Familie lebte und wo Talib herkommt. Und da gab es dann das Problem, dass diese traditionellen Stammesherrscher eigentlich da noch das Sagen haben. Und natürlich, dass dann auch lebensgefährlich verloren Samar wurde, aber da waren sie eigentlich schon im Flüchtlingsstatus im eigenen Land und haben sich dann entschieden, über die Türkei dann nach Europa zu kommen. Mhm. Aber es war nicht der alleinige Grund, jetzt die beiden zu schützen, sondern es war eine Gesamtsituation, dass sie wirklich alles da verloren haben. Und, Okay. Eine Frage, die mich persönlich noch sehr beschäftigt hat, als ich den Film gesehen habe. Es kommt die Beziehung zwischen den beiden und Gott zu sprechen, also deren Glauben. Und die Mutter sagt in einer Szene, dass es eine Sünde ist, wohingegen eine der Protagonistinnen, ich bin mir nicht mehr sicher, welche der beiden, sagt, dass Gott für sie da ist. Wie genau habt ihr deren Glauben in dem Film bzw. während des Drehs erlebt? Was für eine Rolle spielt das? Also was halt total spannend war, dass so beide am Anfang, vor allem als wir sie kennengelernt haben, immer noch Ramadan gemacht haben, sich dann nicht geschminkt haben und das als sündig empfunden haben, wirklich Make-up zu tragen und weibliche Kleidung. Und das hat sich dann aber halt jedes Jahr immer verändert. Und sie meinten halt auch, wenn das okay wäre, Samar meinte immer, wenn das okay wäre, dass ich in die Moschee gehe, dann würde ich das auch machen. Also
Nur dadurch, dass sie sich halt einfach nicht trauen und dann auch keine Lust darauf haben, natürlich angeprügelt zu werden oder rausgeschmissen zu werden, haben die es halt dann einfach nicht mehr gemacht. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie dann die ganze Zeit gebetet haben, aber ich glaube trotzdem, dass sie, also sie glauben auf jeden Fall also an ihre Religion und ja, genau. Und ich, noch. Ja, einmal meinte ich auch, dass sie, wenn sie halt wirklich dann ganz Frau ist, dass sie dann auch heiraten möchte und auch wieder in die Moschee gehen möchte. Und, ja. Aber sie sind schon sehr liberal aufgewachsen. Und die, also ich würde eher so sagen, dass die gläubigste Figur ist, also die Mutter. Der Rest der Familie auch natürlich, aber nicht so, so stark. Und Maria natürlich, die kleine Schwester. Ja. Danke. Vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar, wie hat sich denn die Einstellung der Eltern auf das Thema geändert im Laufe des Films? Ich glaube, Suhur hat sich halt schon im Laufe der Zeit irgendwie damit arrangieren können. Also sie hat wahrscheinlich am längsten gebraucht in der Familie. Die Schwiegermutter hat es als erstes akzeptiert und war von vornherein schon immer eher so wie eine Freundin und eine Unterstützerin für die beiden, was die Frage anging. Ja, und Suhur hat das auch akzeptiert in dem Moment, wo sie erkannt hat, dass das auch in Deutschland geht und dass das auch nicht bedeutet, dass man unbedingt an den, dass es ihre Kinder in den Abgrund treibt, sondern dass man da auch Akzeptanz finden kann. Und auch gerade dadurch, dass wir kamen und dass wir damit geredet haben und dass da dieses Interesse war, hat sie vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel darauf gehabt und gesehen, dass das in Europa geht. Und ein zentraler Satz, den sie gesagt hat, ist einfach, diese Hauptsache ist, dass meine Kinder glücklich sind. Und ich glaube, als sie erkannt hat, dass das auch so geht, im Grunde genommen, hat sie es auch leichter getan, das dann irgendwie zu akzeptieren. Und es war nie die Frage, ob sie jetzt ihre Kinder verstoßen wird. Das war vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen, vielleicht zu der Frage von vorhin, dieses, was wir am Anfang dachten. Wir dachten, dass wir zwei Mädchen filmen, die gegen ihre Familie ankämpfen müssen. Aber letztendlich haben wir dann eine Familie gefilmt, die mit diesem Problem oder mit dieser, ja, mit diesem Problem sozusagen kämpfen muss und das aber irgendwie auch bewerkstelligt, weil sie eben dann doch zusammenhalten letztendlich. Wenn es jetzt im Publikum Menschen gibt, die gerne euch weiter folgen wollen, die mitkriegen wollen, wie es den Mädchen geht, wenn ihr auf Kinotour geht und so weiter, wo kann man denn Informationen aktuell finden? Gibt es einen Ort, wo man informiert bleiben kann, wenn ihr tourt oder solche Gespräche macht? Noch nicht. Aber das wird es dann jetzt in Zusammenarbeit mit dem Verleih sicherlich geben. Also ich gehe davon aus, dass der Film eine Homepage und dann auch eine Facebook-Präsenz bekommt, wo man dann auch Veranstaltungen ankündigen kann und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt so Schritt für Schritt mit dem Verleih langsam an den Start bringen, wo man dann auch sehen kann, wo der Film gezeigt wird und wo es Filmgespräche gibt und so weiter. Genau, also wird es auf jeden Fall geben, im Moment noch nicht, aber es kommt. Und jetzt haben wir heute den ersten richtigen Festivaltag. Gestern war die Eröffnung. Das Festival geht bis zum 23. Mai. Habt ihr ein bisschen schon rumgestöbert? Wollt ihr euch noch was angucken? Habt ihr Tipps für unser Publikum? Fang du an. Ich habe jetzt noch nicht viel vom Programm mitbekommen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, hinter den Schlagzeilen zu gucken von Daniel Sage. Und bin gespannt, was ich da noch finde. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe von Taming the Garden gehört. Genau, das ist auch von Corso produziert. Und da habe ich schon einfach von Erik sehr viel mitbekommen. Ein ganz spannender Film. Über einen Mann, der Bäume ankauft aus der ganzen Welt, die in seinen Garten zu pflanzen. Und das sind, glaube ich, also ich habe Ausschnitte gesehen und war total berührt. Also, genau. Genau, der läuft in der Best-of-Fest-Reihe, läuft der. Und ich will mir einen Film angucken, ich habe von dem ich schon viel gehört habe, auch weil der viel unterwegs war, auch auf Festivals schon. Der Woods heißt, eine rumänisch-österreichische Produktion um illegalen
Holzhandel. Das ist von einer befreundeten rumänischen Produzentin produziert und deswegen hatte ich von dem Film immer mal wieder was gehört und sehr viel Positives gehört. Das wäre so ein Film, den ich gerne sehen würde. Und kann vielleicht noch in kleiner Eigenwerbung noch auf unseren dritten Film im Programm hinweisen. Der heißt Zinder von Aisha Maki. Ein Film, den wir mit dem Niger und mit Frankreich koproduziert haben und den ich natürlich auch gerne noch empfehlen möchte. Schön, dann ganz lieben Dank euch für eure Filmtipps. Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für diesen wundervollen Film, der wirklich eine große Bereicherung für mich war. Voll schön, dass ihr heute hier wart und so viel Zeit euch genommen habt, so ausführlich mit uns zu sprechen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf dem weiteren Festival. Bis zum 23. Mai habt ihr ja Gelegenheit, noch einiges zu sehen. Und ich bedanke mich auch bei dir, Katharina, für die Co-Moderation. Schön, dass du dich mit dem Chat, auch dass ihr euch alle über den Chat eingebracht habt mit den Fragen. Es war ein sehr schöner Abend für mich und ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Abend und vergesst nicht den Kino-Kino-Publikumspreis, wenn euch der Film gut gefallen hat. Der wird von BR und Dreisat gestiftet. Könnt ihr für diesen Film abstimmen und natürlich allen auch noch persönliche Nachrichten schicken über unsere Website. Post an die Regisseurinnen. Einen wunderschönen Abend euch. Schön, dass ihr alle da wart. Bis bald.